fortbewegen will sich jeder. Egal ob Ente oder Mensch. Bei manchen geht's in luftige Höhen, bei anderen ganz geradeaus. Egal ob zu Wasser oder auf dem Land. Das Thema Mobilität wird vor allem im Tourismus immer größer. Wo kommen die Gäste her? Wie kommen sie ans Urlaubsziel? Wie kommen sie von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten? Und kann das umweltfreundlich gelingen? Diesen Fragen gehe ich heute in der Klima- und Energiemodellregion Zell am See Kaprun nach. Herzlich willkommen bei Elektromobilität am Punkt, heute aus dem wunderschönen Zell am See im Pinzgau. Gerade in einer Region wie Zell am See ist der Tourismus ein ganz besonders wichtiger und da ist natürlich Elektromobilität auch ein sehr spannendes Thema. Wir treffen heute dazu einen richtigen Visionär und Experten in Sachen E-Mobilität im Tourismus, nämlich Sebastian Fitztum. Den treffen wir jetzt gemeinsam, aber nicht hier im Ort, sondern oben am Berg. Bis dahin habe ich aber noch ein paar Schritte vor mir. Sebastian Fitztum beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit der Elektromobilität. Er hat in der Region mehrfach die IONICA, einen großen Kongress für E-Mobilität im Tourismus, organisiert und er managt die Klima- und Energiemodellregion Zell am See Kaprun. Hallo Sebastian, grüß dich. Guten Morgen. Ja, von unseren Zuschauern schon ein bisschen erzählst, du bist ein Elektromobilitätsvisionär, der vielleicht nicht ganz der allerersten Stunde, weil die ist ja doch schon ein bisschen länger her, vielleicht sogar über 100 Jahre, wenn man es ganz genau nimmt. Aber vor allem in den letzten Jahren hat sich das sehr stark entwickelt. Du beschäftigst dich vor allem sehr mit dem Tourismus. Wie war das so vor 10, 15 Jahren, als ihr angefangen habt und wie hat sich das verändert bis heute? Ja, es war natürlich schon eine andere Zeit. Heute ist hier das Momentum so stark, dass das quasi von selber geht. Wir sehen es ja auch in den Verkaufszahlen. Wir haben, wie wir die erste IONICA gestartet haben, 2018 haben wir gesagt, wenn wir in 10 Jahren, also 2028, 10% der Elektromobilität erreichen, dann ist es schon relativ schnell. Und jetzt haben wir 2021 und wir haben im Mai, glaube ich, 12% der Neuzulassungen waren reine Elektrofahrzeuge in Österreich. Also hier sieht man schon, dass es eine gewaltige Dynamik beinhaltet. Die Entwicklung schreitet ja massiv voran, egal ob das die Batterieentwicklung ist, ob das ganze Recycling-Thema angeht. Also es ist eine massive Entwicklung und wir sagen immer, es darf keine Schwarz-Weiß-Malerei sein, sondern es ist einfach ein Prozess, der was immer besser wird und die Reise geht tatsächlich in diese Richtung. Wenn wir uns jetzt noch mal kurz auf den Tourismus selbst fokussieren, wie hat sich der wirklich verändert in den letzten 10 Jahren? Naja, der Gast hatte natürlich auch das Problem bei der Reise oder bei seiner Anreise. Mit dem eigenen Auto macht es ja auch nicht mehr wirklich viel Spaß. Man steht im Stau, es kostet viel Geld. Also wir fokussieren uns hier ganz massiv natürlich auf die Anreise mit der Bahn, auf die öffentliche Anreise und das wird auch vom Gast immer mehr angenommen. Wie viele Menschen machen das ungefähr, die wirklich ohne eigenem Auto kommen und sich dann versuchen, so in der wunderschönen Gegend herumzuschlagen? Also derzeit liegen wir bei circa zwischen 8 und 10%, die tatsächlich bereits mit der Bahn anreisen und die dann hier in der Region quasi Urlaub machen. Die Sehenswürdigkeiten sind jetzt ja nicht alle gerade fußläufig vom Bahnhof. Wie kommen die dann zu den Bergen, zu den ganzen Sachen? Ja. Das Angebot macht es aus natürlich. Es gilt hier natürlich Produkte zu schaffen, auch touristische Produkte zu schaffen, aber natürlich die Mobilität vor Ort ist ein essentielles Thema. Der Gast muss sich frei bewegen können, er muss ohne viel Aufwand von A nach B sich bewegen können, ohne sein eigenes Auto. Das heißt, er braucht das Fahrrad, er braucht ein Leihauto, er braucht einen Scooter in der Stadt, der muss eventuell zum Strandbad, im Winter auf die Piste. Also wir haben hier mit der öffentlichen Buskarte natürlich schon ein bereits sehr gutes Angebot, wo sich alle Touristen kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen können. Aber auch das Bedürfnis für ein Fahrrad oder ein Carsharing-Auto ist natürlich hier und das müssen wir bedienen können, sonst wird es nicht funktionieren.
Ist so eine Ladestation zum Beispiel bei einem Hotel heute ein Must-Have unter Anführungszeichen, so wie es ganz am Anfang vielleicht das WLAN noch nicht gebraucht hat, flächendeckend und heute kaum mehr wegzudenken? Ja, es ist tatsächlich ein Must-Have. Wir forcieren ja mit unserem Chem-Tourismus-Programm das ganz stark hier in der Region, dass PV-Anlagen, dass Ladestationen, dass raus aus dem Öl und diese Themen auch in die Umsetzung kommen. Die Ladestation, ich bin überzeugt davon, dass in Zukunft das Hotel nicht nur eine Ladestation haben wird, sondern mehrere, weil einfach der Gast es verlangen wird. Wenn er mit seinem Elektroauto hier ankommt, dann will er sein Auto natürlich sofort, wenn er über Nacht steht, laden können. Und das ist sicher eine gewisse Voraussetzung. Wie wird sich das in Zukunft weiterentwickeln? Jetzt stehen wir heute da, es kommen schon 10-12% vielleicht mit der Bahn an, es kommen immer mehr mit dem Elektroauto. Wird es dann irgendwann auch Flugzeuge geben, die elektrisch fliegen, wo ich selbst von A nach B fliegen kann? Ja, es ist sicher eine Vision. Getestet werden diese Fahrzeuge oder Flugzeuge bereits. Im Drohnenbereich passiert natürlich auch sehr viel. Wir haben ja da hier auch mit der Ionica schon einige Experimente gemacht. Das heißt, die Hüttenbelieferung auf die Pinzgau-Hütte oder die Eisbergung mit einer großen Drohne, mit einem eingebrochenen Passanten auf dem Zellersee. Also hier haben wir schon sehr viel demonstriert, dass es funktioniert, die Entwicklung. Und vor allem die Sicherheit ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich glaube, Fernost wird es das bald geben, dass man von A nach B mit mit einer Drohne fliegen kann. Für den Privaten wird es noch sehr viele Jahre dauern aus meiner Sicht, weil hier spielen natürlich die Themen Sicherheit, Datenschutz, alles was da mit reinspielt, eine sehr wesentliche Rolle. Also kommen wird es, aber wie lange es dauert, da lassen wir uns überraschen. In Zell am See-Kaprun gibt es jetzt schon ein recht großes Angebot an Elektromobilität. Sehr viele der großen Personentransportunternehmen bei euch unter Anführungszeichen gesetzt machen das schon seit Jahrzehnten. Du sagst, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das machen wir jetzt, oder? Wunderbar. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg ins Tal. Diesmal elektrisch, doch etwas bequemer und schneller. Am Weg durch die Stadt kommen wir am Bahnhof vorbei. Hier sind täglich tausende Fahrgäste, natürlich voll elektrisch, unterwegs. Einige hundert Meter weiter stehen wir vor der Zeller Eishalle. Auf ihrem Dach eine der größten Photovoltaikanlagen im Pinzgau. Natürlich für sauberen Strom. Nach wenigen Minuten kommen wir bei der Arbeitbahn-Talstation an. Hier gondeln sowohl im Winter als auch jetzt im Sommer tausende Touristen bergauf, bergab. Schon in der ersten Reihe wartet eine Ladestation auf uns. Gute Sache, denn Sebastians Tesla kann hier schnell aufladen. Mit der Salzburger G-App ist der Ladevorgang mit wenigen Klicks gestartet. Ich habe schon gesagt, es ist schon richtig schön heiß heute. Die Sonne knallt schon richtig herunter. Eigentlich super zum Strom produzieren, gerade mit Photovoltaik. Wir stehen jetzt gerade hinter dem größten Transportunternehmen für Menschen, das mit Strom betrieben wird eigentlich in der Region. Kann man das so sagen? Naja, die Schmitten-Höhenbahn und die Kitzstein-Hornbahnen, die fahren ja natürlich auch mit erneuerbarem Strom. Das ist natürlich total super. Die haben wirklich sehr viel Arbeit bereits geleistet, auch in diesem Bereich PV-Anlagen. Das ganze Klimathema ist bei denen zusammen wirklich auf der Tagesordnung. Also das sind tatsächlich Fahrzeugbetriebe. Es ist ein bisschen ein schräges Bild im Kopf, aber könnte man sich vorstellen, dass man eine Seilbahn wie die gerade hinter uns steht, mit Benzin oder mit Diesel betreibt? Ich glaube, früher war es doch so, dass die ersten Schlepplifte mit Diesel betrieben worden sind. Heutzutage ist das, glaube ich, undenkbar. Es ist bei den Bergbahnen sowieso immer ein Thema mit den Beschneiungen etc., dass die da ein bisschen in Zwielicht stehen. Aber wenn man sich das ganze Tun der Seilbahnen tatsächlich anschaut, dann ist das sind absolute Vorzeigebetriebe. Hier wird sehr viel Know-how investiert und immer vorwärts gedacht, das kann man verbessern. Also unbedenklich Skifahren zu gehen, ist kein Problem. Gibt es da schon Überlegungen, was so die nächsten Visionen sein könnten, gerade so im Bereich Transport auf den Berg hinauf? Naja, ich weiß nicht genau, ob es da sehr viel bessere Varianten gibt, wie die derzeitigen Bergbahnen.
Österreich ist ja da ein absoluter Vorreiter, natürlich auch mit Unternehmen wie Doppelmayr, die was ja in Großstädten in Südamerika und so weiter mittlerweile auch Seilbahnen bauen. Ich persönlich glaube, dass auch Seilbahnen für den Städtebereich sehr gut geeignet wären als Transportmittel, weil es relativ kostengünstig ist. Natürlich hat man die eine oder andere Hürde da noch zu nehmen, aber insgesamt ist es sicher eine gute Alternative. Also, wir haben heute gelernt, Elektromobilität wird auch bereits im Tourismus ganz, ganz groß geschrieben. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch gerne noch mehr Videos von uns an oder abonniert gerne auch unseren YouTube-Kanal hier.